Moin, Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal. Es gibt was Neues. Vor kurzem habt ihr das ja gerade gesehen. Habe ich ein Vorstellungsvideo gemacht, was so ja, demnächst auf unseren Basteltisch kommt. Also als erstes erstmal willkommen bei Skynet. Und was wird bei Skynet gebaut und hergestellt? Das wisst ihr ganz genau. Ja, den Werbespot könnt ihr euch nochmal bei YouTube bei Hachette anschauen und auch bei www.bau-den-terminator.de. Ein Paket hat mich heute erreicht. Dazu gibt es aber erstmal eins zu sagen. Und zwar vor einiger Zeit bekam ich eine E-Mail von Hachette. Ja, mittlerweile hat man schon mitbekommen, dass einige eine E-Mail gekriegt haben. Nicht, dass euch das überwirrt, aber jeder macht das ja ein bisschen anders alles. Und zwar wurde ich gefragt, weil ich so, ne, man ist über mich gestolpert, weil ich so schöne Videos mache. Das habe ich nicht gesagt, das hat man mir so geschrieben. Und ob ich damit einverstanden sein würde, wenn ich die Videos mache vom Terminator, würde man mir ein kostenloses Abonnement zur Verfügung stellen. Wie lange habe ich überlegt? Das hat nicht so lange gedauert. Nicht ein Fingerschnips hat das gedauert. Und ja, wer kennt die Filme nicht vom Terminator? Alle, ich glaube, den allerletzten habe ich noch nicht gesehen, aber sonst haben wir irgendwie alle gesehen und die haben uns, da waren wir noch jung, als die ersten rauskamen. Und irgendwo habe ich auch noch ein Bild mit Arnie. Da habe ich zusammen neben Arnie gestanden, neben Arnold Schwarzenegger. Nein, nicht dem echten, im Wachsfigurenkabinett. Und ich meine sogar, dass da so ein rotes Auge durchguckt. Wenn ich die Bilder noch mal finde, dann werde ich die euch nicht vorenthalten. Aber wie gesagt, auf jeden Fall ist ein Paket gekommen und da kommt das schon. Terminator, bau den T-800. Hier kann man das noch mal sehen. Ne? Ja, jetzt vom 1:1 Modell jetzt ein Poster. Das wäre geil gewesen. Warum? Weil der wird 95 cm groß. Riesenteil. Arnie in Maßstab 1:2. Ja, damit kann man schon was anfangen. Nur um auch so nebenbei nochmal so zu erzählen. Der hat eine Fernsteuerung mit Geräusche und Licht und Bewegungen. Der Sockel ist mit Soundeffekten ausgestattet. Der spielt die Terminator-Titelmelodie ab. Oh. Dann rote und blaue Lichter am Sockel. Der Sockel. Auf der Webseite kann man das zwar auch sehen, aber hier kann man das noch mal besser sehen. Der ist auch stark. Der ist auch echt stark, wie das aussieht. Dann die Augen bewegen sich, leuchten in einem intensiven Rot. Ja, also mal gucken, wann wir das mal zeigen können. Ja, Skynets. Hier, von Skynet. Skynets tödlichste Waffe widersteht fast jedem Angriff. Von roher Gewalt bis hin zu Schusswaffen, Sprengstoff und Feuer. Ja, das haben wir ja gesehen. Du denkst, du hast ihn zerquetscht, dann ja, kommt er wieder vor. So, jetzt muss ich natürlich erstmal schauen, was Bauphase 1 ist. Achso, den gibt es nur online zu bestellen. Also nicht zum Zeitschriftenhändler, der kann damit nichts anfangen. Wenn ihr Glück habt, ist das ein Modellbauer und sagt euch dann die Webseite. Also, die gibt es nur online zu bestellen und die Bauanleitung, ihr seht hier im Paket, sind jetzt nochmal drei Sachen in Folie eingepackt. Es gibt keine Bauanleitung. Das heißt, die Bauanleitung ist ja naturfreundlich,
als PDF downloadbar auf der Webseite www.baudenterminator.de. Das mache ich dann auch gleich und dann gucken wir uns die Bauanleitung mal an, wir gucken uns die Teile an und dann schrauben wir los. So, das sind jetzt noch weitere Bauphasen, aber von der Sache her, nein, ich verrate noch nicht so viel. Eins kann ich nur euch schon mal so sagen. Mütze um. Willkommen bei Skynet. Hier bauen wir Robotermaschinen, tödliche Robotermaschinen. Unter anderem den T-800, den Terminator. Und ich weiß, ganz viele bauen ihn. Und wenn die alle fertig sind, dann drücke ich den Startknopf hier bei Skynet. Und dann werden alle Terminators die ganze Welt überrennen. Und dann sieht das so aus. So sieht das dann überall aus. Also, wenn ihr mich nicht aufhaltet, dann wird es geschehen. Und wir machen die Erde dem Erdboden gleich. Und jetzt packen wir Teile aus. Und ich glaube, wir können auch ein bisschen was schrauben. Legen wir los. So, Tüte 1 einmal ausgepackt und möchte euch natürlich die Teile zeigen. Habe mich dann entschieden, das auf der weißen Tischdecke zu machen. Aber man kann die Teile sehen. So, wie gesagt, im Maßstab 1:2. Können ja mal einfach mal so ein bisschen so rüber luschern. Das sind ungefähr 7 cm. Also einen kleinen Kopf, ne? Hochgerechnet 14 cm, so Breite. Kleinen Köbbi, ne? Würde ich mal sagen. Also das ist dann jetzt, das nennt sich verchromte Augen- und Nasenhöhlen. Teil 2, mattschwarze innere Augenhöhlen. Hier. Dann Augenhöhlenklammer. Das Teil. Rote Augenmuscheln. Hier, wo nachher später die LEDs reinkommen, die dann richtig böse leuchten hier. Dann haben wir verchromte Orbital-Augenhöhlen. Hier, da kommen die nachher rein, die LEDs hier. Dann LED-Dioden für die Augen. Hier haben wir sie. Das sieht fast so aus wie... Nur ich habe sie ja für meinen DeLorean ein bisschen größer gekauft. Jetzt ist die Frage, würden die hier reinpassen? Nee. Ich habe hier den Tester von der Bismarck. Die passen hier, glaube ich, nicht rein. Schade. Weil das wäre es ja jetzt gewesen. Um das auszuprobieren. Nein, passt nicht. Dann machen wir, geht das nachher kaputt. Also wie gesagt, die LEDs. Dann haben wir eine Orbiterklammer. Das ist das Teil. Und PB-Schrauben. Das sind schöne silberne Schrauben. So, dann wollen wir mal gucken, was wir heute machen dürfen. Ja, nebenbei dann die Bauanleitung, weil die ja dann auf dem Rechner ist, scrollen wir dann ja so umher. Bevor du mit dem Zusammenbau beginnst, überprüft man alle Teile. Jo, haben wir gemacht. Schritt 2, sie benötigen für den Zusammenbau weder die noch die. Wieso weder? Ich brauche doch jetzt. Ach so, wir brauchen für den Zusammenbau das Teil nicht und das Teil nicht. So habe ich das jetzt verstanden. Und wir fangen als erstes an, mal ein bisschen zu zoomen. Und dann nehmen wir die Teile. Und da kommen dann die roten Plöppel rein. Das sieht schon, das sieht böse aus nachher, die Augen. Eine ging eben schwer rein, eine ging eben leicht rein. Geht die wieder raus. Ja,
kann man die vielleicht noch ein bisschen weiter reindrücken. So. Nächster Arbeitsschritt. Oh, jetzt packen wir schon da die LEDs rein. Die werden dann hier schon so reingesteckt. Wo gibt es hier irgendwie was zu beachten? Nö, einfach reinstecken. Einfach reinstecken. So, einmal hat eben Knack gemacht und oh, ich habe dann erstmal das Kabel abgemacht. Gut, das werde ich nachher erstmal gucken, ob das noch geht. Ansonsten muss ich da einmal schon löten. Also wenn die drinne sind, sind sie drinne. Dann nicht mehr dran ziehen. Und dann Expertentipp. Während deines Zusammenbaus deines T800 benötigst du möglicherweise spezielle Werkzeuge, die sich nicht in deinem Werkzeugkasten befinden. Das erste dieser Werkzeuge ist ein Kreuzschlitz-Präzisionsschraubendreher mit einer PH00-Spitze. PH00, das ist PH0. PH00. Ja, habe ich da. Also ich habe einen da. So, aha. Jetzt sollen wir dann, brauchen wir diese schwarze Maske. Und da wird dann die LED reingesetzt, das Auge. Und zwar so rum. Das zweite nach hier oben schaut. Das ist dann sozusagen hier schon ein Gelenk. Da kommen beide dann rein. Ja, ich muss jetzt erstmal einmal hier gucken, dass ich das hier wieder vernünftig raufkriege. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das Ganze dann repariert. Es sieht natürlich nicht so schön aus, wie es vorher war. Aber es ist zweckmäßig. Das heißt, ja, es funktioniert. Ich konnte auch die LED schon testen. Ja, wie? Ganz genau? Ja, weiß ich nicht, ob ich euch das verraten soll. Denn ich habe doch hier den Tester von der Bismarck. Dann habe ich nochmal reingeguckt in das Paket mit den Teilen, die wir jetzt alle bekommen haben. Und da ist eine kleine Platine drin gewesen zum LED-Testen. Und dann konnte ich eben ja, die LED testen, dass sie dann auch funktioniert. So, ich sollte mal lieber ein bisschen ins Bild gehen. Also bei Skynet wird ja auch ein bisschen pragmatisch gearbeitet. So, auf jeden Fall sind die Augen jetzt hier schön im Lager drin. Dann nehmen wir den PH00 Schraubenträger und dann werden die Schrauben hier reingeschraubt. Eine ist schon drin und ihr seht, die Augen bewegen sich noch. So, auch die zweite. Man sieht richtig, wie sich das Teil dann reinzieht. Und die Augen bewegen sich. So, was sollen wir ansonsten tun? Können wir ja nochmal schauen. Von der Sache her sind wir jetzt fertig. Aber weil ich das ja nun schon, wir könnten ja hier dann auch nochmal, wie rum muss das Ganze denn jetzt so? Oder anders. Andersrum. Ich sollte mal hier wieder ein bisschen mit dem Zoom vernünftig arbeiten. Ich glaube so rum. Dann kann man das ja schon mal so ein bisschen sehen, wie das dann aussieht. Und ja, damit ich euch zeigen kann,
dass meine reparierte LED noch geht. Also dieses hier, der Batteriekasten jetzt nicht, aber dieses hier, diese Platine ist im Lieferumfang enthalten. Und dann kann man hier die kleinen Stecker nämlich hier reinstecken, um die LED auszutesten. Man braucht auch nicht ganz so weit rein. Jetzt habe ich schon wieder ganz schön weit rein. So, dann gucken wir mal. Also so sieht das Ganze dann aus. Und dann können die Augen sich ja bewegen in dem Lager. Mal gucken, wie sich das dann nachher mit dem Motor das gemacht wird. Ich kann mir vorstellen, dass wir das Bauteil dann nachher brauchen. Weil wir haben ja da noch Nupsis an den Augen. Sieht schon stark aus, ne? So, jetzt habe ich dem vorgegriffen. Aber egal. Machen wir das andere Auge auch. Ja. Zack. So. Bloß beide, das kriege ich jetzt nicht hin. Jetzt müsste ich noch so eine Platine haben, weil ein Batteriekasten sollte kein Problem sein. Aber so eine Platine habe ich nicht nochmal. Gut. So sieht das Ganze dann aus. Soweit sollten wir noch nicht zusammenbauen. Wir sollten erst das hier zusammenbauen. Ja, also Skynet verabschiedet sich dann von euch heute mal wieder oder ne, für heute. Beim nächsten Mal sind Komponenten für den Kopf und den rechten Arm dabei. Also, ne? Wir haben mit den Augen zu tun gehabt und Mario hat dann ja erstmal was zerstört, aber dann Gott sei Dank wieder repariert und ich hoffe, dass das alles dann, also auf jeden Fall ist das fest, das ist erstmal wichtig, Funktionsprobe bestanden, sollte noch nicht gemacht werden, aber wir sind ja neugierig. Gut, das war dann Bauphase 1 vom T-800 Terminator und ja, freut euch, wenn es weitergeht mit Bauphase 2, 3 und 4. Das kann ich noch zeigen. Hier ist der Lötkolben noch. Muss ich aufpassen, der ist noch warm. Und zwar ist bei diesen Heftchen schon dabei, was in der nächsten Lieferung drin sein wird. Auch schon gesehen, dass die Lieferung 2 auch schon die Bauanleitung online erhältlich ist. Und dann habe ich noch vergessen zu erzählen, dass es Geschenke gibt beim Abo. Ist ja klar, kennen wir ja alles. Einmal hier diese Schrubenträgerbox. Und was ich dann, worauf ich dann natürlich gespannt bin, ist die Terminator-Waffe. Ist natürlich keine echte Waffe, sondern eine Replika. Und da gucken wir mal, wie das Ganze dann nachher aussieht und wie das nachher wirkt. Ja. So, freut euch auf Bauphase 2. Schaut gerne wieder rein, auch auf meine anderen Projekte. Und ja, hiermit bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal wieder in, wenn der CEO von Skynet sich wieder meldet. Tschüss, tschüss.